Wir haben uns jetzt endgültig getrennt. Oh, jetzt hier an zu streiten, alles, den wir schon wieder hatten. Ach, dir ist das anscheinend alles egal. Nee, mir ist auch nicht scheiße, halt. Überleg, was ich hier alles tue. Überleg, was ich die ganzen 4 Jahre lang gemacht habe. Wer hat mich denn belogen? Überleg. Ja. Kannst du mich ja direkt als Schlampe hinstellen? Das ist bald mal gut. Benimm dich schon nicht wie im Kinderjachten. Du verstehst mich nicht. Willi war ja nur arbeiten. Und Stefan hat mehr Zeit für mich, weil er Hartz IV bezieht. Wenn ich dann zu Hause bin, ist nicht die Arbeit an erster Stelle, dann ist die Frau an erster Stelle. Finanziell bin ich auf jeden Fall besser dran, weil ich habe keinen mehr, der auf meine Kosten lebt. Ich muss keinen mehr mit durchziehen. Eins überzählt bin ich. Ich habe mitgekriegt, dass er eine neue hat. Der Unterschied ist, die geht arbeiten, die ist hübsch, die ist klug, die ist intelligent, ne, die oh, ist eigentlich das, was ich schon immer gesucht habe, weil das habe ich bei ihr in einer Person gefunden. Und aus welchen Gründen warst du mit Carola zusammen? Ja, keine Ahnung, das frage ich mich heute immer noch. Also heute ist mein Geburtstag, ich bin jetzt heute 42 Jahre alt. Ne? So, da ich eigentlich meinen Geburtstag mit meiner Freundin verbringen wollte, aber das dann finanziell ein bisschen was schwierig, die im Moment ist, muss ich das halt alleine machen. Und was hast du jetzt vor? Na, ich gehe zum Kollegen hier, der hat eine Kneipe. Wie hast du sonst mal deine Geburtstage gefeiert? Eigentlich fast nie. Carola, die hat mir doch jeden Freund versaut und alles. Ich hab doch gar keine mehr. So, dann haben sich auch noch meine Eltern davon abgewendet, nur wegen ihr und alles. Ne? Dann ist er dann durchgekommen und ja, stand halt komplett alleine da. Hallo. Hi, alles gut bei dir? Ja, und bei dir? Ja, auch. Außer dass ich jetzt hier in der Kneipe bin, weil ich ja eigentlich zu dir runter wollte, aber ging ja leider nicht, ne? Ja, sehr schade. Ich hätte mich auch gefreut. Ja, vor allem die Geschenke, die du für mich hast, ne? Ja, was hast weiß du ich. Noch was denn? Ja, weiß ich, was ich bekomme. Ersten Satz mit darf ich das sagen? Ja, ne? Darf ich. Ja, klar. So. Hätte mir zuerst eine PlayStation geschenkt, ne? Und dann hätte ich noch das vorige Karnevalstrikot vom FC gekriegt. Also ein tolles Geschenk. Ja. Ja. Aber kriege ich beim nächsten Mal, ne? Ja, steht schon alles bereit. Super. Ja, aber dann kann ich eigentlich wieder einen Arm nehmen und alles. Oder? Ja. Ja, das stimmt. Ja, das fehlt mir, oder nicht? Ja, mir auch. Ja. Dann bis heute Abend. Ja, bis heute Abend. Ich liebe dich. Ich dich auch. Tschüss. Bitte. Ja, aber ich lieb's einfach, das ist so. Weißt du, das ist halt die Richtige. So, Prost. Prost, lass es dir schmecken. Hätte deine Freundin auch heute herkommen können, da du ja Geburtstag hast? Das ist das Problem, die wohnt über 400 Kilometer weit weg. Das ist eine Fernbeziehung. Okay. Ja. Und ich will ja eigentlich heute eigentlich schon hingefahren. Ja. Aber leider ist das ja finanziell jetzt bei mir nicht möglich. Ja. Und bei ihr ist es finanziell auch nicht möglich, dann herzukommen, wenn sie frei hat? Doch, sie hat auch ein Auto, aber dann müsste sie dann über 4 Stunden fahren. Ne? Und das möchte ich dir auch nicht antun. Aber ganz im Ernst, wenn mein Freund 400 Kilometer von mir weg wohnt und Geburtstag hat, dann setze ich mich ins Auto und fahre zu dem. Hättest du dir denn gewünscht, dass sie dann heute hier hinkommt? Nee, das stand aber nicht zur Debatte. Stand da. Da war eigentlich abgemacht, dass ich hochfahre. Wie würdest du das machen, wenn deine Freundin jetzt einen Besuch käme, zeitnah? Ja, die weiß, dass ich auf Wohnungssuche bin. Die weiß, dass ich beim Kollegen bin. Und dann haben wir beide gesagt, im Moment machen wir nicht, dass sie dann hier nach Köln hinkommen. So, wie soll man das denn machen? Ja, da steht die Räumung an meiner Wohnung. Ist der Willi? Keine Ahnung, ich denke mal, dass er sich schon vorher vergessen hat. Ich hab auch keine Angst zu haben, ich hab's ja beim Stefan gut, ich hab alles. Hey, what?
Das sind sicher schon 5 Worte, wo ich jetzt suche. Nein. Aber bisher immer noch nichts gefunden. Ja, momentan ist es aber auch echt schwierig, hier eine vernünftige Wohnung zu finden. Und wenn du dann eine hast, die von der Größe her passt, dann wollen sie ja immer ein Heidengeld dafür dann monatlich haben. Das ist das Problem, ja. Ich meine, die vom Amt leben, die kriegen ja alles, merkst du ja. Mal, mach nur einmal bitte, dann kriegen sie alles. Na, aber wenn du mal was brauchst, dann kriegst du nichts. Bist du dich da schon mal so allein gelassen mit deinem Problem? Ja, eigentlich jetzt von den ganzen Ämtern und alles, ne? Caroline reagiert, als sie das von der Zwangsräumung erfahren hat? Ja, wie soll die denn reagieren? Ich habe sie erklärt und alles, die war verständnisvoll, ne? So, die hatte doch irgendwie verstanden. Die siehst nicht wie meine Ex da, die nichts versteht, weil sie, die hatte schon verstanden. Das war natürlich ein schweres Thema, ne? Ja, weil ich keinen Bock mehr habe, darüber zu reden, ist so. Die hat dir wirklich alles kaputt gemacht. Die haben mich auch schon alle gewarnt, alles drum und dran, aber ich wollte nicht hören, weißt du? Und da haben die sich alle abgewandt. Alle. Waren alle weg. Okay. Das ist hart. Jetzt bin ich schon wieder über die am Reden, weißt du? Ich wollte ja nicht. Oh. Ich habe auch keinen Bock mehr drauf. Ich will von der alten Schlampe nichts mehr wissen. So, ganz einfach. Oder? Ja, ich habe heute einen Gerichtstermin wegen angeblicher Körperverletzung. Waren 2 Sachen. Körperverletzung, 2-facher Schwarzfahren. Das Urteil ist jetzt 150 Tagessätze zu je 20 Euro zahlen. Immer bis zum 1. des Monats. Wie viel Geld ist das insgesamt? Boah. Das kann ich nicht beurteilen. Jetzt habe ich die Verhandlung heute. Und mir wird vorgeworfen, dass ich Körperverletzung begangen habe. Bei einer Freundin von mir. Die Person kenne ich auch. Tja, keine Ahnung, was jetzt rauskommt. Aber was hast du denn gemacht? Ich hätte sie angeblich mit der flachen Hand in den Nacken geschlagen, laut dem Brief. Ich lasse mir hier auch nicht unterstellen, ich hätte dies und das gemacht, wo gar nicht der Tatsachen entspricht. Aber wie kommt ihr denn da drauf? Ja, aus viele Gründe hat das. Ja, welche denn? Ich denke mal aus purer Neid. Neid auf was? Vielleicht sind die ja wirklich nur neidisch auf mich. Das kann durchaus sein. Gönn dir einfach nicht das Leben. Tja, ich habe ja auch hier selber den Widerspruch geschrieben. Dass ich mir seit Ossendorf auch nichts mehr zu Schulden kommen lassen habe. Carola, du bist ja kein ungeschriebenes Blatt. Also du hast ja schon erstmal schon mal erzählt, dass du schon mal gewalttätig werden kannst. Moment! Was meint ihr jetzt genau? Also das Einzige, was mir noch einfallen würde, wäre die Auseinandersetzung mit der damaligen Freundin von Stefan. Was da passiert? Da habe ich sie vermöbelt, weil sie meinte, die wären nur gute Freunde gewesen und so. Und da wäre auch bettmäßig nichts gewesen, aber im Nachhinein, wie ich dann weg war, kam dann die Wahrheit doch ans Licht. Aber du kannst doch nicht einfach irgendeine Frau schlagen. Doch. Besser Frau schlägt Frau, als Mann schlägt Frau. So sehe ich das genauso. Oh. Ihr könnt doch nicht das aufgreifen, was 2018 und 2019 war. Das ist Vergangenheit. Darüber habe ich mit der Person schon längst geredet. Dieses Jahr, im Februar. Stimmt das? Ja. Und hat sie mich deswegen damals angezeigt? Nein. Da wollen wir hoffen, dass es gleich beim Gericht gut ausgeht für dich. Nicht, dass du noch irgendwie verknackt wirst. Naja, wollen wir mal abwarten. Makes me that much stronger, makes me work a little bit harder, makes me that much wiser, thanks for making me.
Hand aufs Herz, kann gleich rauskommen, dass du es doch gemacht hast? Also ich weiß, dass ich nichts gemacht habe, das wüsste ich. Ich lasse mir hier nicht Sachen andichten, wo ich nicht war. Es müssen Spuren bei der Person bestehen. Die Person muss auch dann, wenn sie eine Anzeige macht, ärztliche Atteste reinreichen. Und das hat sie nicht gemacht. Komisch. Aber ich werde dann angezeigt. Komisch. Da frage ich mich, wie das funktionieren soll. Oh, hoffen, dass es gut ausgeht. Denn jetzt Strafen kann man sich nicht erlauben. In der Strafsache gegen wird in Saal 15 eintreten. Aber wie geht's dir, wenn du jetzt hier sitzt? Wie normal. Habe ich schon mal gehabt. Ich kenne die Prozedur. Und wie ist es letztes Mal geendet? In Haft, wegen Schwarzfahren. Und seitdem habe ich mir auch nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Und jetzt kriege ich hier Sachen unterstellt, wo Füllefans eigentlich sind. Gut, dann würde ich jetzt ganz gerne mit der Hauptverhandlung anfangen. Ich darf Sie dann kurz bitten, die Kamera auszumachen. Ja, die Körperverletzungen, die Jean Gipsch begangen haben soll, sind eingestellt worden. Die Schwarzfahrten habe ich jetzt eine Ratenzahlung gekriegt, weil ich die zugegeben habe. Zu wie viel Euro wurde sie verurteilt? 500 Euro insgesamt. Aber ich bin froh, dass es schon mal gut so ausgegangen ist. Und was habe ich? Carola, du wurdest zu 500 Euro verurteilt. Ja. Aber ist das gut? Ja, was soll ich schon machen? Irgendwie findet sich eine Lösung für alles. Das ist ja nicht das Problem. Man muss nur mit den gewissen Leuten auch darüber reden. Sind 150 Tage Sätze, 20 Euro, immer bis zum 1. Ja, das können wir dann auslaufen hier. Ich habe jetzt den Dauerauftrag von meinem Konto runtergeholt, was die ja hatte wegen dem Schwarzfahren, wegen der Strafe. Das habe ich jetzt weggemacht, weil ich sehe nicht mehr ein, aber wir sind nicht mehr zusammen. Also warum soll ich dann noch bezahlen? Was meinst du, wie lange du abbezahlen musst? 2-3 Monate. Ungefähr. Meinst du, du kommst hin? Ungefähr. Meinst du, du kommst hin? Ich muss jetzt mal 50 Euro im Monat schon mal zahlen. Dann sind wir in 10 Monaten durch. Wir haben heute den 5. Wie viel Geld habt ihr noch? Auf dem Konto noch 100 Euro. Aber wie wollt ihr denn die Geldstrafe zahlen? Ich weiß ja nicht, was Carola tatsächlich ein Geld bekommt vom Jobcenter, da wir den Änderungsbescheid noch nicht erhalten haben. Da warten wir ja noch drauf. Das wird jetzt neu gerechnet, weil du mit dem Willi nicht mehr zusammen bist. Richtig. Also für eine Bedarfsgemeinschaft pro Person kriegt man 389 Euro. Damit muss man dann komplett den ganzen Monat hinkommen. Ja. Willst du jetzt die Strafe davon zahlen? Ja, muss ich ja irgendwie. Die Hälfte von ihr, die Hälfte von mir. Bei der letzten Geldstrafe hat der Willi gezahlt. Jetzt müsste in dem Sinne Stefan mit wieder eingreifen. Zwar, ich weiß, dass er es auch gerne macht. Ich bin jetzt mit ihr zusammen. Ich wohne jetzt mit ihr zusammen. Da muss man halt einen sauren Apfel beißen. Was könnte passieren, wenn du es nicht zahlen kannst? Also wenn ich jetzt nicht zahlen würde, würde das so passieren, dass ich dann wieder in Haft gehe. Also wenn die Carola jetzt wieder ins Gefängnis müsste, könnte ich nicht mitleben.